Heute geht es mal um den sechsten Teil der Reihe Zeichentechniken für Schreiner und Tischler oder für alle, die Objekte, Räume zeichnen müssen, Interior Designer sind, Raumausstatter. Und was wir bis jetzt gemacht haben, ist die alle drei Perspektivarten angesprochen, wie Coloré ist richtig, die Vielfalt, wie wird das einfach dargestellt, und jetzt geht es natürlich Ausarbeitung und Details. Mehr dazu, solchen Tipps findet ihr in unserem Buch 100 geniale Zeichentricks und natürlich darüber hinaus in unseren Kursen für alle, die Räume zeichnen lernen möchten, die perspektivisch gerne zeichnen lernen möchten, dann seid ihr hier in unserem Kurs genau richtig. Vielleicht braucht ihr auch beruflich die Skizzen, Techniken, wie man in Zweipunktperspektive Objekte zeichnet oder wie man in Zweipunktperspektive Räume zeichnet. Und dann geht es auch hier sofort los. Wir skizzieren als erstes ganz schnell den Klotz, sozusagen das Rechteck als Theke, Ladentheke, Tresen mit den kleinen Effekten drumherum. Also hier die Breite und Höhe. So, da sind die Proportionen schon an der Stelle soweit klar, dass wir jetzt in die Details, also natürlich den Versatz und den Sockel mit dargestellt. Man sieht es schon an den Enden links und rechts, dass der Versatz soweit steht, und arbeiten dann die Details dementsprechend aus. Also hier schon den Bereich, den wir schon letzte Woche anskizziert haben. Wie sieht es denn aus, wenn es nach innen hier verläuft? Und dann das Ganze hier. Und wie man sieht, hat das schon mit einem angedeuteten Boden in der Ecke, bekommt das sofort mehr Tiefe. Es sieht schon sofort nach etwas aus, und das Ganze dann nochmal hier das Ganze fortgesetzt wird. Wie könnte so etwas in einer anderen Perspektive ausschauen? Da geht es immer so ein bisschen um die Ausarbeitung. Wir haben uns ja vorgenommen, verschiedene Ideen zu entwickeln, die aufzuskizzieren, und dann, was man jetzt machen kann, man kann sagen, die beiden besten, die uns jetzt gefallen haben, ihr habt es ja letzte Woche wahrscheinlich ja gesehen, übernehmen wir dann, um daraus dann die vollständige Idee zu skizzieren. Und das Ganze immer locker mit einem lockeren Strich. Das ist wichtig, dass das Ganze nicht zu trocken wirkt. Und immer wieder den dynamischen Strich. So, jetzt geht es um die Marker. Da geht es darum, Licht und Schatten ein bisschen einzufangen. Mit Markern zu zeichnen, ist es ja jetzt nicht unbedingt jetzt schwierig, aber man muss einige Sachen beachten, wenn man zum Beispiel mit Markern schraffiert, dass die Flächen immer sehr zügig skizziert werden müssen, also nicht so Stück für Stück, Zentimeter für Zentimeter, weil dann wirkt es sehr schnell fleckig, vor allem wenn man jetzt kein Markerpapier benutzt. So, die Flächen umranden, das ist immer ein Tipp, den wir auch immer in unseren Kursen geben, einer von sehr, sehr vielen, dass es leicht umrandet wirkt, und dann
Züge hier ausarbeitet. So, man sieht es jetzt hier. Noch einmal die Fläche seitlich. Und hier wieder mal das Licht aufgegriffen, was wir gesagt haben, wie wirkt es, wenn ich es leicht beleuchte. So, dann hier die Fläche noch einmal in den Seiten. Das heißt, dort wird es natürlich auch, geht es darum, die Linie richtig perspektivisch genau zu schraffieren, auch natürlich die obere Fläche. Ganz wichtig, achtet darauf, dass das Ganze relativ, wie gesagt, zügig ist, wie ich es vorhin gesagt habe, sonst wirkt es sehr, sehr abgehackt, sehr flächig und dann funktioniert es nicht. So, dann auch hier. Auch das Ganze flächig aufgreifen. Man sieht ja schon das Dunkle, das heißt, sobald das ins Papier einsackt, hat man schon die dunkle und helle Stelle sichtbar. Hier auch. Und dann noch einmal drüber. Je größer die Zeichnung ist, desto schwieriger ist es natürlich zu schraffieren, aber das ist eine kleine Übung, die wir in unseren Zeichenworkshops euch auch gerne mal zeigen. Und auch hier wieder, zack. Und dann seht ihr schon Licht und Schatten sehr deutlich. Hier wird es noch fortgesetzt. Und hier. Noch einmal die Fläche dunkler an der Stelle, logischerweise. So, man kann es schon erkennen, so wirkt es schon ordentlich. Und wenn man dann nochmal drüber geht, hier auch an der Stelle, und auch wieder die blaue Farbe, der blaue Ton noch einmal hier eingehend. Da auch. Das beleuchtet natürlich so ein bisschen den Boden noch mal nach unten hin. Und dann zum Schluss, das kennt ihr auch, natürlich die kräftige Linie, die das Ganze nochmal aufgreift. Also auch das wiederum sehr, sehr dynamisch gehalten, bitte, damit die Linie nicht so abrupt aufhört. Wir versuchen immer im Kurs euch das gerne so beizubringen, dass man so zeichnet wie eine Spiegelreflexkamera fotografiert, also etwas anfokussiert im Vordergrund und im Hintergrund unscharf stellt. Also so ist das bei den Objekten auch. Man sieht es jetzt hier, der rechte Bereich ist ein bisschen anfokussiert. Dann jetzt kommt die erklärende Hilfslinie, die uns das Ganze nochmal so ein bisschen erläutert, wie das aussieht.
okay, vielleicht noch mal den Raum, also zwei Versionen aufskizziert. So könnte das dann aussehen. Auch sehr viel Weißraum lassen, das ist auch wichtig. Weißraum macht eine Innenarchitekturskizze oder eine Architekturskizze natürlich deutlich, deutlich lebendiger. Und für alle, die solche Produktzeichnungen, Innenarchitekturzeichnung oder auch Architekturzeichnungen lernen möchten, dann seid ihr herzlich willkommen, in unseren Kursen zu besuchen. Wir sind in mehreren Städten für euch da. Schaut euch um und auf unseren Seiten akademiehoh.de. Und für alle, die sich erfolgreich für zum Beispiel Innenarchitektur oder Produktdesign bewerben möchten und die Bewerbungsmappe erstellen möchten, dann seid ihr herzlich willkommen, auf unserer mappenvorbereitungskurs.de Seite zu schauen. Das war's. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Danke für eure Kommentare. Und nächste Woche geht es zum letzten Mal mit dem siebten Teil und zum Thema Funktionszeichnung. Was sind Funktionszeichnungen? Wie erkläre ich, dass etwas aufgeht, zugeht, sich dreht? Das machen wir dann nächste Woche. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Danke, euer Akademie-Ruhr-Team.